nur zur kleinen Vorstellung dieses netten Paketes. Das ja, habe ich jetzt schon doch einige Wochen in Besitz und auch in Nutzung. War schon ein paar Mal damit auf dem See und muss sagen, die Eindrücke sind super. Wie man schon gesehen hat, die Tasche ist so ein Faltprinzip. Dadurch bekommt man auch immer alles schön hier rein. Hier habe ich jetzt nochmal eine Sitzbank, sogar mit Sitzpolster. Hier unten habe ich jetzt noch den Luftboden. Der Name trägt nämlich den Zusatz White Air. Das Air sagt eigentlich schon alles, das ist der Luftboden. Noch die zwei Ruderteile, finde ich auch klasse, schwarz eloxiert. An dem Boot ist nichts Silbernes, Auffälliges, Glänzendes. Ich denke, selbst so im unaufgeblasenen Zustand sieht man schon, farblich passt es einfach zum Angler. Zuerst gebe ich nur Halbluft drauf, damit ich den Luftboden noch einlegen kann. Und erst zum Schluss gebe ich dann den vollen Druck auf die Kammern. Das mache ich mit der Luftpumpe, die mitgeliefert ist, eine Fußpumpe. Genauso ist noch ein Flickenset mit beigelegt zu dem Boot. Hier ist ein Sicherheitsventil angebracht. Das heißt, als erstes gebe ich auf die Kammer richtig Druck. Weil ich aber auch häufig alleine am Wasser bin, ist es mir wichtig, dass ich mein Boot auch noch alleine handeln kann. Das heißt, hier diese 2-Meter-Version, die kann ich ohne Probleme selber schultern und damit zum Wasser bringen und Fische fangen. Das ist die weniger schöne Seite. Das ist die schöne Seite. Und die Kugel erstreckt. Um euch den Unterschied zwischen zwei Modellen mal zu verdeutlichen, habe ich hier rechts ein 1,80 Meter Plastimo gegen links ein 2 Meter Raptor Boot. Wie man sieht, 20 cm in der Länge können extreme Unterschiede ausmachen. Eine ganz wichtige Sache bei kleineren Schlauchbooten und längeren Menschen, das ist die Beinfreiheit. Vorteil beim Raptor ist die verstellbare Sitzbank. Bei meinem 1,86 Meter ist es so, dass ich die Sitzbank aber auch schon hinten habe. Der große Vorteil am Raptor ist die Breite des Bootes. Das kann ich euch zeigen, warum. Das ist ganz einfach. Ich muss nicht hier irgendwie im Schneidersitz oder keine Ahnung verkrümmt im Boot sitzen. Ich habe den Vorteil, dass zwischen den Rudern noch richtig Platz ist. Das heißt, ich bekomme auch beide Knie nebeneinander hin und kann rudern. Ich sitze allerdings am liebsten so, dass ich ein Bein anwinkel und das andere gegen die Wand drücke und das funktioniert bei mir am besten. Ebenfalls ein Riesenvorteil, der liegt hier drunter, das ist der Luftkiel,
Dadurch fährt das Boot schön geradeaus, dreht nicht so schnell, ist spurstabiler und der Teil kommt auch ein bisschen weiter aus dem Wasser noch heraus. Das heißt, wenn ich gegen Wellen anruder, dann klatschen mir die viel eher noch unter den Schlauch und spritzen nicht so schnell hoch. Das heißt, so muss ein Schlauchboot im Wasser liegen und ja, nicht wie bei meinem alten Plastimo. Da war es dann so, also bei der 1,80 Meter Version, dass ich hier hinten saß. Das war auch der tiefste Punkt. Ständig die kleinste Welle ist mir in den Rücken reingespritzt. Das ist halt wirklich nur was für ganz kleine Seen. Die Maße sind einfach praktisch, man hat Platz. Das Boot ist trotzdem super wendig. Ich kann mich auf der Stelle drehen. Ich kann ja, ohne Probleme vorwärts, rückwärts gehen. Also es ist eine super handliche Größe. Es ist praktisch ja nicht ganz so lang wie breit. Also es ist länger als breit. Aber trotzdem macht das richtig Spaß mit dem Boot, weil was mir wichtig ist, ihr habt schon gesehen, dieses kleine Zusatzpaddel, das ist so mein Ablegepaddel, sage ich mal. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Stelle gefunden habe, dann nehme ich in die eine Hand meine Montage, das punktgenau ab und wenn ich ein bisschen Wind habe, der mich wegdrückt vom Platz, dann kann ich darüber mich immer schön auf der Stelle halten. Das nur so nebenbei. Das kann ich natürlich auch machen, indem ich einfach von dem zweiteiligen Paddel mir das Paddel abmache und damit manövriere. Kleines Risiko dabei. Das taucht, wenn ich das loslasse, ist es ganz schnell weg. Das ist jetzt auch nicht das Problem. Auf der Seite von Raptor Boats bekommt ihr nämlich diese Paddel auch als Ersatzteile. Für mein altes Plastimo habe ich mir nämlich welche geholt. Da habe ich nämlich ein Paddelteil versenkt. Dafür bekommt man für nicht mal für 30 Euro auch neue Paddel. Genauso schöne in Schwarz. Also für Ersatzteile im Fall der Fälle ist auch gesorgt. Ein paar schöne Details. Das ist zum einen dieser zusätzliche Schutz. Hier kann man seine Batterie festklemmen oder auch andere Dinge. Und der Hochdruckluftboden hat somit eine zusätzliche Schutzhaut. Das Brett ist super dick. Hier haben wir eine Art Trittschutz für die Füße. Typischerweise sind hier die Füße. Auch die Luftmatte wird damit unten gehalten. Ebenfalls eine echt gute Sache finde ich, dass hier im hinteren Bereich die Tragegriffe nur als weiche Lasche ausgeführt sind. Das heißt, das Anbauteil drückt sich beim Zusammenbau schön flach an und es gibt auch keine harte Kante, die das eigentliche Material, das Boot in irgendeiner Form verletzen könnte. Was ich insgesamt sehr schön finde, ist, dass ich wenig Anbauten habe. Weil was brauche ich schon als Anbauten? Ich habe das Ruder, ich habe hier eine Leine an der Seite, an der man auch durchaus tragen kann. Zudem kann man hier das Boot gut befestigen. Ich habe immer so eine kleine Schlinge und dann ist es egal, ob ich links oder rechts ans Ufer anlege, wo ich dann einen Bankstick oder dergleichen habe, da kann ich mich dann einklinken. Wichtige Sache ist nochmal hier ein zusätzlicher Kantenschutz. Der ist ja auch ein bisschen anders ausgeführt. Nicht nur flach anliegend, sondern man sieht hier, der steht so richtig ein bisschen zur Seite und hat damit eine puffernde Wirkung. Man hat auch, was das Wallerfischen angeht, eine sehr schöne Kante, über die man drüber ziehen kann. Keine hochaufragenden Anbauteile. An der Spitze des Bootes gibt es einen
super stabilen und vor allem ja, einen Griff, der sich richtig gut greifen lässt, um das Boot zu transportieren, wenn man es zu zweit ans Wasser trägt. Geliefert wird das Boot mit solch einer Alusitzbank, wie schon erwähnt, mit der Sitzbanktasche bekommt man auch ein schönes Polster, macht das Ganze bequemer. Und was man hier auch sieht, das Boot hat eine verstellbare Sitzbank. Das heißt, ich kann hier, je nachdem, ob ich Paddel oder einen Motor nutze, ja, über die gesamte Länge meine Sitzbank verschieben.